Seite 32 von 80. Filtere die Meldung über die Demontage des Kolonisierungsschiffs aus. Also so häufig, dass man kolonisieren wird, dass man es ausfiltern muss. Aber na gut, filtern wir aus. Lies die nächste Meldung und springe nach Shaggy Dog. Die Kolonisten haben Shaggy Dog unter ihre Kontrolle gebracht. Springe zu. Öffne Shaggy Dogs Produktionsliste. Füge dreimal Fabriken Autobild. Nicht Shift diesmal. 1, 2, 3. Und drei Bergwerke. 1, 2. Ist jetzt durcheinander. Entfernen, entfernen, entfernen. Noch einmal Fabriken. Bis zu 3, richtig. Und jetzt Bergwerke. 1, 2, 3. In die Produktionsliste ein. Markiere nur nicht blödige Ressourcen. Duck. Und klicke auf OK. Okay. Wir sollten eine Standardproduktionsliste entwerfen, damit wir das nicht für alle neuen Planeten machen müssen, zu denen wir gerade Kolonisierungsschiffe schicken. Öffne noch einmal den Produktionsdialog. Okay. Rechtsklicke auf den blauen Diamanten und wähle Definieren. Rechtsklick, Definieren. Klicke auf den Importieren-Button, um Shaggy Dogs Produktionsliste in die Standardschablone zu kopieren und klicke dann auf OK. Importieren. Fabriken 3, Bergwerke 3. Klicke dann auf OK. Schließe dann auch die Produktionsliste mit OK. Auf jedem neu besiedelten Planeten wird jetzt automatisch die Standardproduktionsliste aktiviert. Also müssen die gar nicht wieder importieren oder so? Okay. Lies deine nächste Nachricht und springe zu Bloop. Sieht dort ganz nett aus. Nächste Nachricht. Ein bewohnbarer Planet, 3,9%, Bloop. Springe zu. Der ist da. Erteile auf Stovetop den Auftrag zum Bau einer Santa Maria. Haben wir nicht noch eine auf Vorrat? Nö. Okay. Also, Santa Maria in Stovetop bauen. Nicht bei Brummi. Stovetop. Ändern. Santa Maria. Okay. Wir wollen ja noch Wallaby erobern. Brummi 4 ist gerade mit dem Transport von Ärzten von Prune nach Stove beschäftigt. Füge einen neuen Brummi in die Produktionsliste von Stovetop ein. Ändern. Brummi. Okay. Lass eine neue Runde berechnen. F9. Lies die erste Nachricht und springe zur bewaffneten Sonne Nummer 1. Die bewaffnete Sonne Nummer 1 hat alle Aufträge ausgeführt. Go to. Shift klicke auf Hacker. Hacker? Shift klicke auf Hacker. Ah, da unten Hacker. Lies die nächste Nachricht und springe zur Distanz Sonne 2. Nächste Nachricht. Distanz Sonne 2 hat alle Befehle ausgeführt und ist wo? Da oben bei Molodi. Die Kiste ist nicht mehr viel wert. Sie ist zu weit und von anderen unbekannten Planeten entfernt und nicht einmal bewaffnet. Shift klicke auf Stovetop, stelle als Waypoint-Eintrag verschrotten ein. Das finde ich ein wenig radikal. Aber na gut. Lies deine nächste Nachricht und schicke den treuen Verteidiger Nummer 5 nach Stovetop. Nächste Nachricht. Auch treuer Verteidiger Nummer 5 hat alle Befehle ausgeführt. Go to, damit er im Ziel ist. Und er soll ebenfalls nach Stovetop. Er wird bei seiner Ankunft automatisch wieder aufgetankt. Das könnten wir mit der Distanzsonde doch auch machen. Aber gut, sie wollten uns wohl zeigen, wie verschrotten geht. Lies dir die nächste Nachricht, springe zur bewaffneten Sonne Nummer 9. Nächste Nachricht, bewaffnete Sonne Nummer 9 hat keine Befehle. Go to. Und Shift-klicke auf das rote Dreieck unterhalb von Hiho. Da. Ha. Ich dachte, die berechnete Flugbahn war hier so durch, an No Vacancy vorbei und dann nach da oben. Oder ist das ein anderes Schiff? Smaugarian Peeping Tom Nummer 1. Ah, das ist ein anderer, glaube ich. Aber immer noch Berserker von Spieler Nummer 2. Okay. Lies deine nächste Nachricht und springe zu deiner neuen Santa Maria. Nächste Nachricht ist, Santa Maria ist fertig. Ja, Auftragsliste ist leer. Achso, müssen wir manuell hinspringen. Ja, Santa Maria 3.
Stelle mithilfe der Werkzeugliste des Scanners und der Auswahlinformation fest, welcher verfügbare Planet den höchsten Lebenswert aufweist und beauftrage deine Santa Maria 3 damit, ihn zu kolonisieren. Vergiss nicht, Kolonisten zu laden. Jo. Kolonisten, Maximum, okay. Wir haben immer noch Prozent eingestellt und schicken sie nach Red Storm. Du hast der Flotte ein falsches Ziel zugewiesen. Drücke die Entferntaste. Oh. Ach, da fliegt schon jemand hin, ne? Bloop? Ja, Bloop scheint richtig zu sein. Kolonisieren. Nein. Auch nicht Bloop. Nur sie 210 haben wir schon. Prozent. Shaggy Dogs in Kolonie. C-Squared und Red Storm fliegen schon Kolonieschiffe hin. Bloop will er nicht. Slime fliegt einer hin, Oxygen fliegt einer hin. Ja, das ist eine Santa Maria und das ist auch eine Santa Maria. Wallaby ist der Feind. Hiho. Aber das ist gelb. Okay. Das war wohl richtig. Aber warum geht's denn nicht weiter? Ich glaube, das ist falsch. Panik. Irgendetwas ist schiefgegangen. Zug wiederholen, Zug beenden, Hilfe, vergiss es. Ich mach mal Hinweis. So gehst du vor, um Flotten einen Waypoint. Das haben wir doch schon. Gedrückte Shift-Taste, Waypoint-Aufgabe. Wir machen nochmal normale Ansicht. Dann drücken wir auf Prozent. Habe ich irgendwo unten oder oben vielleicht einen Planeten übersehen? Ne, unten ist nichts. Oh, Mozart. Da fliegt noch keiner hin. Auftrag, kolonisieren. Ah, na also. Lies deine nächste Nachricht und springe zu Bomi Nummer 12. Die nächste Nachricht ist aber, deine Wissenschaftler haben Forschung im Bereich von Technik auf 5 erhöht. Bei Waffen. Wo? Hier sind es lauter Nachrichten, dass Waffen fertiggestellt wurden, also die Forschung dafür. Wo ist Brummi Nummer 12? Ich sehe kein Brummi Nummer 12. Jede Menge Nachrichten. Da ist wirklich was schiefgelaufen. Na gut, dann machen wir es halt manuell. Probe Nummer 12. Belade ihn voll mit Kolonisten und lege Wallaby als Waypoint fest. Das wird jetzt der Angriff. Wir schicken jetzt 210 Kilotonnen Kolonisten auf einen feindlichen Planeten. Wallaby, stelle als Waypoint-Auftrag Transport ein. Transport. Setze im zweiten Dropdown im Waypoint-Fenster Kolonisten als Fracht fest. Kolonisten. Stelle im dritten Dropdown alles entladen ein. Alles entladen. Ich verstehe nicht ganz, warum dieses Blitzentladen hier nicht funktioniert. Das wird nicht so genau erklärt, jedenfalls nicht genau genug für mich. Ich verstehe es nicht ganz. Aber na gut. Lies deine nächste Nachricht und füge einen Auftrag für weitere 70 Bergwerke in die Produktionsliste von Stovetop ein. Hier ist die Nacht über Stovetop. Go to. Ändern. 70 Bergwerke. Die wollen uns wohl zeigen, was passiert, wenn ein Planet leer ist. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Okay. Oh. Enthält nicht den gewünschten Auftrag. Ah, es werden die falschen sein. Entfernen, 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 entfernen. Da steht nur 70 Bergwerke, nicht Autobergwerke. Das waren zu viele. Okay. Nicht der gewünschte Auftrag. Dich löschen. Nein! Ich glaube, es waren 30 Fabriken. Jetzt machen wir mal so 70 Bergwerke mit Autobild diesmal. Auch wenn es da nicht steht. Okay. Nö.
Jetzt machen wir mal Panik. Zug wiederholen. Wir hoffen, dass nur eins auf Hacker. Das machen wir jetzt ganz schnell. Hacker. Springen zu Distanzsonde 2. So. Stovetop. Waypoint. Verschrotten. Treuverteidiger 5. Go to Stovetop. Bewaffnete Sonne Nummer 9. Go to rotes Dreieck unter Hiho. Neue Santa Maria. Kolonisten beladen. Ja, 25 Kilotonnen. Und nach Mozart kolonisieren. Springen zu Promi 12. Die Liste ist wieder nicht da. Wieder manuell hin. Promi 12. Voll mit Kolonisten. Und nach Wallaby. Erster Auftrag Transport. Kolonisten. Alle entladen. So, jetzt sind wir wieder da, wo wir eben gerade waren. Liest in der nächsten Nachricht. Ich nehme an, er meint die hier. Und füge weitere 70 Bergwerke in die Produktionsliste von Stovetop ein. Okay, Stovetop. Produktionsliste, 70 Bergwerke. Da steht nicht Bergwerke, Autobild oder irgendwas anderes, sondern einfach nur 70 Bergwerke. Shift, hinzufügen, 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 hinzufügen. 70 Bergwerke. Okay. Na gut. Liest er die nächste Nachricht und springe in den Forschungsdialog. Das ist jetzt richtig. Die Wissenschaftler haben Forschung im Bereich von Technik Level 5 im Bereich Waffen abgeschlossen. Forschungsdialog war F5. Lass weiterhin Konstruktion als momentanes Forschungsgebiet einstellen, setze jedoch Biotechnologie als nächstes Feld ein. Biotechnologie. Fertig. Lies deine nächste Nachricht und klicke auf Go To, um das technische Handbuch zu öffnen. Die nächste Nachricht ist: Dein kürzlicher Forschungsdurchbruch auf dem Waffengebiet hatte die Errungenschaft der Beta-Torpedos eingebracht. Go To. Beta-Torpedo. Kraft 12, Reichweite 4, Vorteil 1, Genauigkeit 45. Ressourcen 6 und ein paar Erze. Masse 25 Kilotonnen. Das ist mal ein schwerer Torpedo. Wenn du alles über den Beta-Torpedo gelesen hast, schließ das technische Handbuch wieder. Schließen. Lies deine nächsten zwei Nachrichten und informiere dich im technischen Handbuch, wenn du willst. Eine Black Cat Bombe? Ja, das klang kurios. Diese Bombe tötet jährlich ca. 0,9% der Planetenbewohner. Diese Bombe tötet mindestens 300 Siedler auf dem Planeten ohne Verteidigung. Gut, dass dieser Nachhang da ist, denn wenn immer nur 0,9% der Planetenbewohner getötet werden, dann kann man die Planetenbewohner nicht komplett töten, nur ganz langsam minimieren. Diese Bombe zerstört jährlich ca. 4 der Bergwerke, Fabriken und oder Verteidigungsposten eines Planeten. Also bei uns müssen wir schon eine ganze Weile rumbomben. Wir haben 164 Fabriken und 10 Bergwerke. Schließen. Und dann haben wir noch Terraforming-Strahlung plus minus 7%. Okay. Lies deine nächste Nachricht und springe zur bewaffneten Sonde. Hiho, es fand eine Raumschlacht statt. Deine Flotte 2, bewaffnete Sonde, zerstörte 1 Maugarian Peeping Tom, Berserker, ohne eigene Schäden. Go to. Ha, du hast einen erledigt. Beachte, dass der Go to Button jetzt mit Zeigen bezeichnet wird. Klicke auf Zeigen, um den Kampfrekorder aufzurufen. Zeige. Mit Hilfe der Videorekorder-Tasten kannst du dir eine Aufnahme der Schlacht ansehen. Danach klickst du auf Fertig. Play. Also er wird einfach nur wegfliegen und wir fliegen hinterher und schießen ihn ab. Das war ja eine imposante Raumschlacht. Lies deine Rest. Achso, erstmal fertig klicken. Obwohl, erstmal will ich gucken, was hier noch so stand. Also man kann hier die Runden einzeln anzeigen lassen. Also hier ist unser Schiff. Sein Schiff können wir uns nicht angucken. Schaden keiner. Panzerung hat er 20. Okay, fertig. Lies deine restlichen Nachrichten vor. Bewohnbarer Planet.
Nicht bewohnbarer Planet. Bewohnbarer Planet. Stovetop ist dieses Jahr mit dem Errichten von Bergwerken beschäftigt. Wir werden nächstes Jahr den Auftrag zum Bau von Kolonisierungsschiffen erteilen. Im Allgemeinen ist Macht Durchlesen der Nachrichten und die Bearbeitung derjenigen, die wichtig erscheint, ca. 90% der Hauptarbeit jedes einzelnen Spieljahres aus. Ja. Lass eine Runde berechnen, wenn du soweit bist. Zack. Und wir wären jetzt schon mal bei Seite 38 von 80 und wir machen wieder einen kleinen Cut. Also bis gleich.